The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Grüß euch miteinander, willkommen zur 105. Ausgabe der Soccer Lounge Mandy-Abend zwischen 7 und 8 Soccertainment pur, wo wir reden über das Zürcher Derby, der FC Zürich und der Grasshopper Club Zürich, die aufeinandertreffen am Wochenende. Das machen wir mit dem folgenden Studiogast. Wir haben Adrian Sutter von Radio 1, ehemalig GC-Angestellter. Dann haben wir Thomas Ränkli, unseren Sportal-HD Fußball-Experten. Und vom FC Zürich der Marco Schönblechler, leider immer noch verletzt. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn er nicht verletzt ist, wenn er in Action ist. Top aktuelle Bilder vermischt mit so ein bisschen ehemaligen, zum Beispiel mit dem von Oli Buff. Willkommen vom FC Zürich, Marco Schönbi Schönbächler. Ich sage jetzt mal Marco Schönbi. Schön bist du da. Hast du ein Geschenk mit? Ja, das Geschenk. FC Zürich. Schaut mal das an. Original-Trikot vom FC Zürich und hinten drauf selbstverständlich 27 mit dem Schönbi. Du hast das unterschrieben nach der Sendung? Mache ich noch, ja. Und dann tun wir selbstverständlich das auf unsere Facebook-Seite. Und dementsprechend könnt ihr das Bild liken und noch viel wichtiger kommentieren, wenn ihr eine Chance habt auf das originale Liebling vom FC Zürich von Marco Schönbächler. Schönbi, was haben wir gehört zum Einlaufen? Trophies. Trophies. Young Money. Genau. Also du bist auch schon dem Musikstil erlegen. Weißt du, ich wünsche mir immer mehr, wie das so ein bisschen. Nein. Handgemacht ich gerne Hip-Hop. Ist schon immer so gewesen? Nein, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon immer so. In dieser Generation ist man mit dem aufgewachsen, oder? Nimm ja. Ja, auch. Ab und zu noch ein bisschen ja, so rockmäßig, auch noch ein paar Lieder, aber. Das denn auch noch? Also ab und zu ja, mal in der Kindheit schon, aber jetzt nicht mehr. Hip-Hop bleiben. Ich muss natürlich die Frage stellen, wie es dir geht. Kreuzbandriss Anfang Juli. Wie weit bist du? Was darfst du schon machen? Wie kannst du belasten? Ja, es geht mir eigentlich gut. Ich merke Fortschritt von Tag zu Tag und ja, viel Krafttraining für die Beine halt, alles wieder aufbauen, viel Muskeln natürlich verloren in dieser Zeit. Und es muss jetzt alles wieder zurückkommen und ja, in ein paar Wochen dann geht es langsam auf den Platz und ja, dann schauen wir mal, ob ich das Fußballspiel noch kann. Besteht ist dein Leben nur noch aus Reha oder ist dir plötzlich eine Situation, wo man ein anderer Teil des Lebens auch wieder entdecken und ein bisschen ausleben. Mal eins ziehen oder mal. Ja, essen. Das sicher auch. Also ich meine, am Anfang, die ersten paar Wochen, war es sicher so, dass ich sehr viel daheim war. Man will eigentlich auch nicht gross raus. Man hat noch Krücken und ist halt nicht so flexibel. Aber jetzt, ja, es ist immer besser. Gehen mal eins trinken am Abend oder auch am Nachmittag, wenn man gerade kein Training oder Physiotherapie hat, dann gehen wir etwas auch in die Stadt oder so, ein bisschen in die Zone. Aber sonst ist halt schon viel Physio und viel Training auch. Dafür ist er dann wahrscheinlich umso kickeriger, wenn er wieder Fußball spielen kann. Wir reden ein bisschen über deine Jugend, du hast vorhin darüber geredet, oder deine Wurzeln, die sind in Urdorf. Wir haben mal mit dir dürfen ein Starttaxi drehen auf wheelofffootball.ch, könnt ihr das schauen. Und als man mit dir ist auf dem Fußballplatz vom FC Urdorf, da hat man einfach nonverbal mit die Verbundenheit von dir gespürt, an diesem Ort. Also deine Wurzeln sind schon immer noch da. Ja, eben die Eltern wohnen auch noch dort, viele Kollegen auch. Aber ja, ich bin nicht mehr so viel dort. Ich zügle, aber ja, ist klar, ist meine Heimat dort gross geworden, so viel erlebt. Und ja, gehen wir wieder gerne zurück. Es gibt Sportler, die sagen, vergiss nie, woher du kommst. Aber bei dir ist das gar nicht erst gefahren. Hast du noch viele Kollegen von dort? Ja, sicher. Eigentlich alle, wo ich aufgewachsen bin, wohnen noch viel dort. Und die sehe ich auch noch recht viel. Also sehr ich vor allem vom Fußballclub oder auch von Schule? Nein, auch Kindergarten, Schule, die wohnen alle dort. Und ja, es ist schön, die auch wieder mal zu sehen.
Für all die, die Urdorf nicht kennen, was macht das aus? Dort? Was kann man da so machen? Was hast du als Kind können machen? Dort? Ja, alles. Es bietet alles. Es hat, ich sage, als Kind ist es super, dort aufzuwachsen. Du kannst eigentlich Freibad, Hallenbad, Eisfeld, Fußballplätze, eigentlich alles, was du in vielen Dörfern nicht hast. Also es ist nur ein Dorf, neben Schlieren und Tietiken. Und ja, schöne Kindheit gehabt. Also, ab sofort der Werbeträger, liebes Urdorf, der Marco, Marco Schönbettler. Wenn wir von Freunden reden, wie suchst du deine Freunde aus? Ich mir die aussuche? Ja, ich denke, es muss einfach stimmen. Also, es Fußballstar hat ja viele Freunde, oder? Nein, ich denke, es merkt man schnell, ob es ein wahrer Freund ist oder nicht. Das merke ich recht schnell. Wo ist der Unterschied? Ja, einfach eben in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, ja, werden für dich da ist und ja, dann merkt man halt, für wen einem wichtig ist und wer nicht. Und wer einem den Erfolg mag gönnen, oder? Du gehst glaube ich ab und zu mit einem früheren Kollegen, eben geht er fort. Also ist da nie ein gewisser Neid rum gewesen, der hat es jetzt geschafft und ich nicht? Nein, überhaupt nicht. Also eigentlich kennen es, unterstützen wir alle. Ab und zu mit dummen Sprüchen wie ja, irgendwie, dass sie eigentlich hätten arbeiten sollen, aber... Sind ja, Zürich der falsche ja, genommen? Nein, es sind einfach Sprüche und ist okay. Deine Schwester war immer deine Coiffeuse bei genau. Dieser Frisur auch? Nein, nicht mehr. Leider nicht mehr, nein. Das mache ich selber, weil es ist eigentlich fast jeden vierten Tag, wo ich die Haare schneide. Ja, wenn du so kurz hast, wachsen sie schnell, dann musst du es wieder abschneiden. Aber ja, vielleicht wird es eines Tages wieder mal wachsen lassen. Familie, die der Rückhalt ist, in all den schwierigen Zeiten, die du hast, sie sind auch jedem Match zugegen. Also weißt du, wenn du spielst oder nicht mehr bist, schön bächelst du sie da? Ja, eigentlich schon. Also, das Heimspiel sicher. Auswärtsspiel jetzt nicht unbedingt, aber man kann sie im Fernsehen schauen. Außer der Spieler bei GC. Ja, dann sind sie im Stadion, das ist klar. Aber sonst ist es eigentlich jeden Match gekommen. Ich frage natürlich auch, wie du Freunde aussuchst oder wie dein Background ist, weil Zeit lang können wir später bei der Karriere noch dazu sprechen. Ist der Schönbl plötzlich der arrogante Schnösel gewesen? Warum denn das? Weil du introvertiert bist, warum bist du? Ja, das ist möglich. Ja, das ist halt das Denken der Leute, die einem nicht so gut kennen. Und ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiss man, dass ich nicht so bin. Und ja, ich habe eigentlich nicht gross auf das gehört, was die Leute gesagt haben. Stört es ihm als junger Spieler oder als junger Mensch? Stört es ihm nicht? Das falsche Bild, das der Medien plötzlich über ihm gesagt und geschrieben wird? Ja, es ist halt noch oft so bei den Jungen. Aber ja. Ich sage, man sollte nicht zu viel Zeitung lesen, nicht viel schauen, was andere Leute denken, sondern sein Ding durchziehen. Und dann hast du eigentlich nicht grosses Problem mit solchen Sachen. Aber die Sportler, das kann ich, muss ja sagen, die beneide ich. Oder? Wenn es schlecht läuft, wie in der Abstiegssaison, die Zeitungen nicht lesen. Ich meine, der Gewunder. Ist er sicher da? Oder kommst du dann gleich mit über von Eltern, die vielleicht sagen, du, Schönbi, schau jetzt mal, da wieder steht? Ja, schau, es ist auch, ich sage, es ist eigentlich nach jedem Spiel, gehen viele immer Bewertungen gelesen, was für Noten man hat. Und aber kein Spieler gibt es zu. Aber eben, es ist eine Meinung von einem Journalist wahrscheinlich, der das anschreibt. Wo auch sagen, er hat keine Ahnung, aber sie schauen es gleich. Ja. Warum denn? Ich weiß auch nicht, weil das halt so viele Leute sehen und die Leute sehen dann, oh, der hat so eine Note, der hat schlecht gespielt, obwohl das Spiel gar nicht gesehen haben. Und man weiss ja dann auch ein bisschen, wie man gespielt hat, ob man gut war oder nicht schlecht war. Aber gewisse brauchen dann halt noch irgendwie wie eine Bestätigung. Habe ich wirklich gut Zeitung. Oder bin ich wirklich so schlecht gewesen? Oder, ja. Aber eben, es ist eigentlich eine Meinung von jemandem. Also, ja. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, so viel Freizeit habe ich nicht, aber... im Moment. Sonst, jetzt gehe ich viel eben in die Stadt etwas trinken, ein bisschen mit den Mannschaftskollegen auch wieder ein reden, ein bisschen austauschen, was so bei ihnen abläuft, weil ich halt viel in der Therapie bin und nicht bei der Mannschaft. Und das nimmt mich dann halt schon ein bisschen Wunder. Aber so Hobbys, Turnschuhe ist glaube ich ein Thema bei dir? Ja, jetzt leider nicht mehr so. Nicht mehr so? Nein, weil ich, also früher hatte ich wirklich mega viel zu Hause, eine grosse Sammlung. Aber als ich gezügelt habe, musste ich leider ein bisschen den Platz nehmen. Leider. Weil ich mit der Freundin zusammengezogen bin. Weil es dann halt doch schon ein bisschen zu viel waren, dann habe ich ja, viel weggegeben, viel verkauft und ja. Also jetzt ist es wie in jedem Haushalt,
dass die Frau mehr Schuhe hat als du. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht immer so. Noch mehr, aber ja, es sind einige zu viel gewesen. Wir wollen die Karriere ein bisschen anschauen. Wir haben darüber geredet, über Ohrdorf, wo du mit um 12 Uhr bist zum FC Zürich. Kann man vorstellen, das war ja dann auch ein riesen Ding. Dann warst du der Chef auf dem Pausenplatz. Ja, sagen wir es. Also, das hat mir eigentlich jeder gegönnt, dass ich den Schritt gemacht habe. Und ja, am Anfang war es nicht einfach. Natürlich bist du mit dem Tram, mit dem Bus immer ins Training. Und es wurde immer mehr geworden, mehr Fußball. Und ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, aber ich habe den Schritt nie bereut. Und, ja. Hast du denn überlegen, oder mit den Eltern zusammen? War es eine lange Sache? Oder war allen klar, dass du das machst? Ja, also ich musste schon ein bisschen überlegen, weil ich viel bin auf Skaten, also Skateboarden. Dann musste ich mich eigentlich zwischen einem entscheiden. Ein grosser Traum war eigentlich immer, irgendwie ein Skate-Profi zu werden. Tony Hawk. Irgend so etwas, aber dann irgendwann hat meine Mutter gesagt, das kannst du vergessen, weil halt die Schweiz ein viel zu kleines Land ist und ja, es wird recht schwierig. Dann hat sie gesagt, ja, das musst du eigentlich machen, wenn du die Chance hast, zum FCZ zu gehen. Und, ja, wärst du talentiert gewesen als Skate? Ja, ich konnte es gut können, aber es ist natürlich, sagen wir so, du musst wirklich top sein, dass du davon leben kannst. Und wenn du nicht verletzt bist, ist das etwas, was du ab und zu machst? In so eine, ja, jetzt ist es auch schon ein paar Jahre her. Also, als ich gerade gewechselt bin, habe ich dann schon noch ab und zu, aber dann habe ich einmal Bänder gerissen im Fuß und dann hat mir der Trainer gesagt, ich muss aufhören. Das tut mir nicht so gut. Ja. Und ja, dann habe ich es eingelassen. Bevor ich gerade über das Erscheinungsbild oder die Meinung, die man von dir hatte, es hat doch irgendwann mal, du bist in der ersten Mannschaft gewesen, dann bist du in den Nachwuchsverband geworden, dann hast du etwas mit Schönbein auf dem Trikot, das hat man darum die Tore geschlagen. Ist das einfach Lehrgeld, das du dann hast gezahlt, das ein Junge einfach zahlt? Muss man den Kopf so ein bisschen anschlagen? Ja, vielleicht war es notwendig, aber ich weiß halt auch nicht. Hat sich etwas geändert seitdem? Ja, ich stehe in der Schönbecher auf dem Liebling im Schönbein. Also eigentlich hat's, sind halt kleine Sachen, wo dann, wenn es nicht läuft, dann stört es gewisse Leute. Und dann macht man halt ein riesiges Ding drum. Aber wenn ich heutzutage Fan sehe mit Schönbeinliebli, dann denke ich schon, es war cool, eigentlich eine coole Aktion. Weil, ja, es ist nicht lang gewesen. Ich denke, es sind ein paar Monate, wo das drauf gestanden ist. Und aber es gibt in der Schweiz, ich kann mir vorstellen, im Ausland oder gerade Brasilianer selbstverständlich, aber im deutschsprachigen Raum gibt es das eben fast nicht, oder? Dass einer sein Nickname auf dem Trikot hat. Man kann ja drauf schreiben. Ja, es ist eigentlich mehr, es ist eigentlich eine so lustige Aktion. Ich habe am Hermi, am Bürgermeister, gesagt, ja, eigentlich aus Spass können wir nicht schön bei hinten drauf tun. Und dann am nächsten Spiel ist schön bei hinten drauf gestanden. Also ich habe eigentlich nur aus Spass gemeint. Ja, der Hermi jetzt so drauf. Und der Hermi hat es dann gemacht. Und, ja, und dann ist es eben ein paar ein bisschen, ja, zu viel geworden. Und dann wenn du vielleicht gegessen. Nicht so läuft oder ein paar Sachen genau, ja. Nicht die Form des Lebens hast, heisst es eben, das ist ihm wichtiger als, genau, ja. Als trainieren und so Sachen. Ja, mittlerweile bist du zusammen mit dem Neef die Identifikationsfigur beim FC Zürich. Wie fühlt sich das an, wenn du in die Stadt läufst? Ja, eigentlich nicht speziell. Also ich kann immer noch durch die Stadt laufen und es ist auch nicht irgendwie eine Schwärme hinten dran oder so. Eigentlich wie normal, also nicht irgendwie speziell, sage ich mal. Und der hat mich ja immer von Jungtalent, oder? Von der 20-, 22-Jährigen schön. Jetzt wirst du nächstes Januar 28. Zack, bumm, und 6-7 Jahre ziehe ich ins Land. Was ist ja, denn jetzt? Es geht schnell. Was ist jetzt mit einem Vertrag, der ausläuft? Ist das plötzlich ein Alter, wo du sagst, ja, einen grossen Gump mache ich nicht mehr? Ich denke, es ist alles noch möglich. Also zuerst mal gesund werden und dann weiter schauen. Aber, ist man sich das bewusst? Ja, sicher, das bin ich mir bewusst, aber eben... Wie ist es an? Nein, ich denke, ein paar Jahre habe ich schon noch, wo ich spielen kann. Also, mache mir eigentlich keine Gedanken darüber. Und der Groll, weißt du, der Groll, dass viel von diesen guten Jahren verloren ist mit Verletzungen. Weißt du, die schauen immer voraus und suchen immer das Positive. Ja, nein, es ist halt, das stimmt schon. Also, ich sage jetzt, die letzten 3 Jahre waren jetzt wirklich schwierig gewesen. Wirklich lang verletzt war, zurückgekommen, wieder alles gut war. Und dann jetzt das wieder, es hätte nicht unbedingt sein müssen, weil ich gut drauf war. Mhm.
man kann sich das nicht aussuchen, wenn es passiert. Und immer ein Gutes gelaufen, hat man auch immer wieder Gerüchte gehört, wenn vielleicht ein Vertrag ausläuft, jetzt geht er ins Ausland, jetzt macht er irgendetwas. Ist irgendwann mal nach dran gewesen, dass du zum Sprung ansetzt ist? Wie es Oli Buffy auch gesagt hat, ich muss mal etwas nehmen. Ja, klar, aber das war schon ein bisschen vorher gewesen. Ich denke, dort hätte ich vielleicht sollen gehen. Aber ich habe mich für das entschieden, für die FCZ entschieden. Und, Hättest du ins Ausland können? Ja, das wäre vorher gewesen, ja. Ja. Vor den Verletzungen. In welches Land? Also, ja, es gab ein paar Länder, die möglich gewesen wären. Was ist das Land, das dir einen Menschen entsprechen würde? Ja, ich sage früher Deutschland, sicher. Das Ganze drumherum ist natürlich super. Auch für die Sprache und alles. Aber jetzt von Oli auch Spanien gefällt, vielleicht auch Spanien. Schwärmt, ja. Was wir mit ihm reden, wir haben ein Skype-Intro gemacht, Legionäre auf wheelofootball.ch zu sehen, wo er schwärmt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob deine Teamkollegen von dir schwärmen. Schön, bei mir sind selbstverständlich ohne dein Wissen rumhören und rumfilmen. Was sagen sie so über den Schönbi, über ihren Teammate? Schade, fällt der richtige DJ zur Zeit bei uns. Aber langsam geht das Gerücht um, dass du die Verletzung nur vortäuschst, damit du kannst trainieren für das neue Call of Duty, das bald rauskommt. Liebe Schönbi, wir vermissen dich alle hier in der Kabine, in der Brunau. Es ist immer ruhig ohne dich, läuft nicht viel. Das einzige Positive natürlich, dass endlich mal gescheite Musik läuft in der Garderobe. Da bin ich besonders froh. Also kannst du ruhig noch ein bisschen fernbleiben. Also schön, ich habe gar nicht gewusst, dass du immer unter Vertrag bist. Nein, Witzel beiseite, wir vermissen dich. Ich hoffe, du hast Finger nicht zu gross eingebunden wegen dem Game, weil du bist wahrscheinlich den ganzen Tag vor der Konsole und vor dem Fernsehen. Wir hoffen, dass du wieder zurückkommst. Wir vermissen dich auch ein bisschen musikmässig. Und du weißt, für uns bist du sehr wichtig. Und alles Gute noch. Genieß die Show. Ich weiß es nicht, wem ich so glaube. Je nach Musikgeschmack. Die einen vermissen die, die anderen sind natürlich unglaublich froh, läuft andere Musik. Aber das Game kommt durch. Also, du bist im Dadeln. Der Neve ist ein bisschen in der Generation, in der ich bin. Der kann vielleicht, der ist auch nicht der Obergamer, nehme ich an, oder? Nein, der Jasser ist er. Aber du bist wirklich ein Wahnsinniger? Ja, jetzt wahnsinnig auch nicht, aber schon oft. Schon oft. Und bist du Nummer eins? Nein. Gibt es bessere? Also in der Kabine schon. Dort schon. Aber auf der Welt gibt es schon bessere. Also E-Sports, vielleicht ist das mal ein Thema für eine Schönbi nach der Karriere. Wir machen schnell eine kurze Pause, dann wartet selbstverständlich das Fragebuch mit 3 Fragen auf Marco Schönbächler vom FC Zürich. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Papi, können wir wieder mal an den Fuss? Kommt das Grossi Ihr Instinkt ist FreeBWin bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. FreeBWin. Du, und wenn gehen wir eigentlich wieder mal anders kommen? SportingHD.com.
Ja, also ich bin froh, hat sich privat nicht so viel geändert. Ich werde ihn immer noch als Luca vor Familie sozusagen angeschaut. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on sportlehd.com. Pure Sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Der Soccer Lounge mit Marco Schönbecher vom FC Zürich. 600 Fragen sind drin, Schönbi. Wir legen los. Ich habe da willkürlich etwas zusammengestellt. Was ist Ihnen wichtiger? Setzen Sie ein Kreuz, also symbolisch. Beruflicher Erfolg oder privates Glück? Privates Glück. So schnell wie das kommt, glaube ich das sogar. Was glauben Sie? Wie wirken Sie auf andere? Arroganter Schnösler. Ist das immer noch so? Nein. Nein, überhaupt nicht. Das war nie so. Ganz Liebe. Kinder haben. Was spricht dagegen, Kinder zu haben? Nichts eigentlich. In deinem Alter hast du schon andere Fußball schon? Ich muss es da nicht pressieren. Nein, aber was mache ich? Ja, das sicher. Wie viel? Zwei. Gut, Nachwuchs für FC Zürich. So schnell glaube ich noch keine Antwort geben. Und damit können wir sicher sein, dass es stimmt. Wir komplettieren unsere Runde. Komplettieren. Ich sage ganz herzlich willkommen an Thomas Renkli und Adrian Sutter. Schön, du kannst jetzt rüberrutschen. Ja. Thomas, guten Abend. Ciao. Adrian. Hoi, hoi. Mit Kim musst du dann Playstation teilen, gell? Oh ja. Ja, ja. Aber bis dann gibt es eine Multiroom-Lösung. Das ist kein Problem, ehemaliger GC, Medi-Chef Zürich und so. Nicht, dass ich wüsste. Jetzt, auch wenn man bei GC arbeitet und so, ich nehme an, man tauscht sich aus mit seinem. Hast du ja Austausch mit ihm? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist gar nicht so schlimm. Das müssen wir vielleicht auch mal sagen. Das ist gar nicht so schlimm unter den Clubs, wie viele da meinen oder sich wünschen. Nein. Kollege. Nein, es passiert. Ja, vor allem auch. Wenn zum Beispiel neu dabei bist, ich habe sehr, sehr viel Hilfe bekommen, auch noch mal von meinem Band, vom FCZ. Und da gehst du auch ab und zu weg und trinkst miteinander eins, weil du hast grundsätzlich die gleichen Probleme, oder? Genau. Das ist, von dem her, das funktioniert recht gut, ja. Bei Radio 1 bist du jetzt ein Redakteur, aber pensionierter Läufer, muss ich fragen. Ironman Hawaii, die Weltmeisterschaften, hast du dort Nacht und Tore geschlagen? Ich habe ein bisschen reingeschaut, ja, aber nicht die ganzen 8 Stunden. Und, mich interessiert vor allem das Laufen am Schluss, aber ja, respektabel. Also Wahnsinn, nein, es ist verrückt. Du schreibst über verschiedenste Sachen und Sportarten und hast Mengen Sportler gesehen. Machst du da so bei Daniela Rifo? Ja, also du hast so viel gesehen. Bewundernswert. Ich muss sagen, ich bin auch Marathonläufer. Respektabel unter 3 Stunden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man unter 3 Stunden? 8,5 Stunden unterwegs ist, das sprengt die Vorstellungskraft. Wirklich. Aber unter 3 Stunden stark, he? Brutal stark. Ja. Aber für die Olympia-Qualifikation hat es nicht gelangt. Ah, ganz knapp, nehme ich an. Und für eine Lohnerhöhung auch nicht, oder? Wir müssen aufhören, über Laufen reden. Das begreift kein Fußballer, oder? Schützer begreifen das nicht. Nochmal, wir müssen auch viel rennen in der Vorbereitung. Ja, aber weißt du, so einen Marathon im Stück und so. Ja, es ist mir ein gewisse Tests auch. Mhm. Und die Stufe, wo wir am Schluss eigentlich bei einem Laktatstufentest, wo wir eigentlich aufhören, wo wir kaputt sind, das laufen Topspitze am Marathon eigentlich durch. Der allzeit beliebte Jojo-Test. Und werden gegen Schluss sogar noch ein bisschen schneller. Also, das ist unglaublich. Das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar. So. Aber für dich ist es unvorstellbar, dass man so Fußball spielen kann, wie ihr das könnt. Reden wir über das Zürcher Derby, reden wir zuerst über FC Zürich. Ein Saisonstart, wie du den erst gewünscht, wie er ist eingetroffen. Und wir probieren, die Frage zu gründen. Du kannst dir sagen, ob es stimmt oder nicht. Gibt es die Aufstiegseuphorie, die alle davon reden? Ganz offensichtlich schon. Ich denke, der FC Zürich hat sich in dieser Challenge League wirklich als Sieger gewohnt. Man hat sich da als Siegesmentalität angeeignet. Man hat dann das Derby am Anfang gegen GC gewonnen. Ich denke, das war ein Schlüsselerlebnis. 2-0. Und jetzt hat man wirklich einen guten Lauf. Der Sieg gegen Thun war auch sehr wichtig. Nach einer Reihe von Unentschieden hat man jetzt in 2 Matches
auch wieder das Goal getroffen. Ja, also. Hat man den FC Zürich so dürfen warten in der Super League, Adrian? Absolut, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich bin in der Challenge League ab und zu geschaut und hast schon gemerkt, dass die Mannschaft nicht auf dem Niveau spielt, dass sie Challenge League gehört. Dann hat sie natürlich auch kompakt zusammengehalten mit der Mannschaft, die sie hatten. Und ich glaube, man muss schon sagen, der Uli Forti macht einen super Job mit diesen Leuten. Und was ich so von außen, das ist natürlich schön, viel besser, aber was ich von außen wahnsinniges Gefühl habe, ist, dass die einen sehr, sehr guten Zusammenhalt haben im Team. Also ich habe so das Gefühl, man ist glaube ich, recht lustige Truppen beieinander. So was ich so ein bisschen höre, so vom Sandro Kieffer zum Beispiel, im Assistenztrainer, ist das eine sehr, sehr eine lustige Truppe. Und ich habe das Gefühl, dass das dreist nachher auch auf den Platz. Aufstiegs-Euphorie. Gibt es die? Oder seid ihr einfach, eure Challenge League einfach immer eine Super League-taugliche Mannschaft gewesen, und darum war es nicht überraschend, gewesen, der Saisonstart? Ja, ich denke, eben, es sind recht viele zusammengeblieben in der Mannschaft. Super Typen. Und auch die gekommen sind, haben sich schnell integriert und passen einfach rein. Und wenn du dann so auf den Platz kannst, dann gehst du auch füreinander. Wenn du es auch gut untereinander hast. Und das ist ja so bei dieser Mannschaft, das siehst du auch. Und eben, wie gesagt, wir haben in der Challenge League Europa League gespielt, wo wir es schon haben können beweisen konnten, dass wir eigentlich eine Mannschaft sind für höhere Herausforderungen. Ja. Und eben, wir haben es gut gezeigt, sind aufgestiegen. Und natürlich, dass es jetzt gerade so gut läuft, dass wir so weit vorne dabei sind, ja, sicher ein Verdienst vom Trainer und sicher die Zusammenstellung auch vom Team. In der 9. Runde zum ersten Mal verloren gegen FC Basel. Zeitweilen seid ihr Leader gewesen. Thomas, nicht die Reihe von 4 Unentschieden. Ist das für dich, hast du einen Leistungsabfall gesehen? Dort? Hat der FC Zürich schlechter gespielt in dieser Phase? Es ist natürlich auch immer, und jetzt kann es Phrasenschwein führen. Ja, einer muss den Anfang machen. Glück und Pech. Wenn man jetzt gegen Thun schaut, ja, der Match kann ganz anders laufen, wenn beim ersten Goal vielleicht das Offside geben wird, nachher, falls Goal für Thun, wo das sind so Millimeterentscheidungen. Es hat ein oder andere Match gegeben, wo Zürich, ich glaube, das war auswärts in Lausanne, gewesen, wo man leicht in Führung gab. Man verpasst dann das 2-0. Am Schluss spielt man nur unentschieden. Es war wichtig, gewesen, dass man jetzt aus dieser Phase rausgekommen ist. Und ja, so wie es läuft, liegt wirklich sehr viel drin in dieser Saison. Das wollen wir aufgreifen, den Gedanken. Was passiert in der Kabine, wenn man so häufig unentschieden spielt? Wenn man so super eine Saison starten kann? Fast das schon verhindern? Nach dem zweiten, dritten Unentschieden? Ja, ich glaube einfach, die Spieler haben selber gewusst, dass also für mich die Spiele, die wir unentschieden gemacht haben, dass nicht gerade das Beste war, was sie abgeliefert haben. Sehr wenig Torschancen. Ich meine, da gehört die ganze Mannschaft dazu. Es ist ja nicht nur, dass irgendwie die Stürmer alles offensiv mitmachen, da kommt auch von hinten zu wenig. Und das war in diesem Match der Fall gewesen. Wenn man irgendwie ein oder zwei Torschancen pro Spiel hat, ist das vielleicht einfach zu wenig. Und dann ja, musst du halt am Schluss mit einem Unentschieden zufrieden sein. Aber das sind ja genau die Momente, Adrian, die die grossen Mannschaften ausmachen. Verlierst du, kommst du auf die falsche Spirale oder kannst du eine Reaktion zeigen und fährst wieder davon gewinnen? Ja, gut, aber im Moment finde ich es wahnsinnig schwierig, wenn du auf die Liga schaust. Also Unentschieden, da hat ja nicht der FCZ allein einen Haufen Unentschieden gemacht. Irgendwie spielen alle im Moment ein bisschen Unentschieden. Unentschieden, genau. Und so bleibt da die Tabelle eigentlich immer gleich. Es ist auf ganz, ganz wenig Veränderungen. Das Mittelfeld ist extrem gross. Also wenn du jetzt in eine Negativspirale kommst, ist der Weg hinterher ganz, ganz schnell. Ist aber kurz, ja? Der Wegführer ist sowieso noch ein bisschen mühsamer. Aber ich hatte beim FC Zürich nie das Gefühl, dass sie wahnsinnig aus dem Tritt kommen. Es war sicher gut der Start gegen GC. Aber ich glaube, auch der Match am Wochenende wird ein bisschen ein anderer Match sein. Es ist auch ein anderes GC als am Anfang der Saison. Aber ich hatte beim FC Zürich nie das Gefühl, dass jetzt da ein Abfall drin ist. Sondern ja, es ist dann halt schon etwas anderes, wenn plötzlich IB kommt und Basel kommt. Und, ja, das sind ja gute Leistungen. Also. Und auch gegen Thun. Es ist eigentlich klar, es ist der vermeintliche Anschlusstreffer von der Thuner vom Rapp, wo man vielleicht ein bisschen denkt, jetzt kommt noch ein bisschen Spannung auf. Aber, ja, aber es ist eine Zürcher Mannschaft auf dem Platz gestanden, die wirklich einen Plan hatte. Und man hat gesehen, der Forte hat eine Idee, wie man dort spielen muss. Die Mannschaft hat das wirklich optimal umgesetzt. Das war eine taktisch extrem reife Leistung.
Also du wirst das Zitat von Forte unterschreiben. Es ist mir selten gelungen, mit einem Team in Thun eine derart gute Leistung zu erbringen. Ja, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, was der Forte in Thun schon für Leistungen erbracht hat. Aber also das... Laut Zitat hat er auch nie überragend gespielt mit all seinen Mannschaften. Aber was ich gestern gesehen habe, muss ich sagen, das hat überzeugt, oder? Taktisch, aber dann auch, wie es umgesetzt worden ist. Und jetzt hat man halt vorne wieder zwei Stürmer, abgesehen vom Marco, wo wissen, wo das Goal steht, oder? Der Michi Frey hat einen sehr eigenen Stil, aber über den beeindruckend. Und der Herr, der jetzt eigentlich in England müsste sein, hat sich jetzt, glaube ich, auch wieder damit abgefunden, dass er noch ein bisschen in Zürich spielt. Der Glamena, der auch wieder topft, ist auch noch eine spezielle Geschichte. Mit dem Bay schon hochgelobt in England stehst, schon hochdatierte Verträge siehst und dann musst du wieder adaptieren auf die Schweiz mit dem ganzen Theater. Also das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, das ist dem sein Job, sagst du. Also, ja, ist natürlich sehr, sehr jung, oder? Und natürlich, ich glaube nicht einmal, dass bei ihm, das geht ja gar nicht immer um Geld, wie viele Leute immer sagen, sondern es ist natürlich eine wahnsinnige Chance, ein wahnsinniger Sprung. Und wenn man seinen Verlauf anschaut, wo er hat, woher er kommt, und es wäre eine wahnsinnig schnelle... Was hat er denn gehabt? Ein Handvoll von Super League gespielt, oder? Also zwei Goal. Ja, zwei Goal. Und er könnte schon nach England gehen. Hätte er ein bisschen beipäppeln, nachdem er zurückkam? Ja, nein, ich bin leider nicht da gewesen, aber so was ich gehört habe, ja, es haben alle unterstützt, weil für den Spieler ist es natürlich auch nicht einfach. Ich meine, eben, es war ein Traum für ihn, in die Premier League zu gehen. Und dann passiert so etwas, wo eigentlich, ja, wo sogar hätte sein können, dass er nie mehr Fußball spielen könnte, wäre es jetzt wirklich noch schlimmer gewesen. Aber es haben alle super aufgenommen und er hat dann auch, ich sage, ein, zwei Spiele gebraucht, nachdem wieder langsam reinzukommen. Er hat auch nicht seine Leistung gezeigt, was er eigentlich kann. Aber jetzt schön hat er wieder das Goal geschossen. Und, ja, ist eigentlich ein wichtiger Spieler für das Team. Auf dem linken Flügel brennt natürlich etwas auf der Zunge. Du hast gesehen, wo man höhere Ziele müsste ins Auge fassen. Du sprichst an, dass Basel nicht in Form von ihrem Leben ist. Du sprichst an, dass du darauf wettest, dass IB ewig sowieso wieder in eine Krise hineinlauert. Sprich, der FC Zürich müsste sich der Meister ja, dann ist eigentlich, als Ziel setzen. Dann ist das Zürcher Derby schon fast ein Meisterschaftsfinale, oder? Ja, nein, es ist jetzt also, es wäre ein bisschen übertrieben, da schon vom Meistertitel zu reden. Aber der sieht nach irgendwie auf einem Balkon. Fakt ist, dass der FC Zürich eine sehr solide Mannschaft hat, mit ein paar herausragenden Fußballern. Man hat mit dem Telander einen ganz guten Transfer gemacht in der Defensive. Man hat im Gegensatz zur letzten Super League-Saison einen Goalie, der seinen Job macht. Und da sind eigentlich alle Zutaten, um die Saison sehr weit oben abzuschliessen. Und wenn beim FC Basel, wo ich immer noch als der härteste Konkurrent anschaue, die Leistung nicht wieder ja, auf eine solide Basis kommt, dann, ja, dann sehen wir uns auf dem Balkon wieder. Das ist ja irre. Das unterschreibe ich, so ist gut. Gut, also. Du sprichst neue Spieler an. Sie haben eben schon glückliche Ende bewiesen. Bamadou mit seiner Erfahrung, eben der Goalie-Wechsel. Der Telander, der dir gefällt, unter Michi Frey. Ja. Also hat der Bickel und die Konsorten einen guten Job gemacht. Ich glaube, gerade bei Michi Frey ist es halt auch genau so, dass der schon ein lustiger Kerl ist. Und ich glaube, das passt ihm genau. Und dann ist es genau, wenn du in so eine Mannschaft reinkommst, wo einen guten Kit hat untereinander. Aber mit der Michi Frey, also mit der Zürcher Mentalität, da brauen, also ich kenne ihn lang und da brauen Welten aufeinander. Nein, nein, das passt zusammen. Nein, warum? Ich sehe es da nicht. Du weißt schön, bei dem müssen wir mal schauen. Wir nehmen jeden auf, weißt du? Das ist ein Resozialisierungsprojekt. Also das hat von Anfang an, eben, das scheint zu passen. Ja. Und wir lassen ihn, glaube ich, auch, was für ihn wichtig ist. Ich glaube, wir lassen ihn so, wie er ist. So ist es, ja. Ich muss, wenn du den probierst zu ändern, dann kommt nicht gut. Das kannst du auch nicht ändern. Er ist so, wie er ist und ich denke, das macht dann auch aus. Aber genau die Unbekümmertheit, die er hat, die Interviews auf dem Platz, ich glaube, das macht eben so aus. Und du darfst ja nicht von jedem erwarten, der neu kommt, dass er so einschlägt. Nein, sicher nicht. Aber für mich hat er jetzt eigentlich fast jedem Spiel gezeigt, dass er eine Verstärkung ist für uns. Und halt eben, er geht bis zum Schluss. Und ich denke, so hat ihn jeder Fan gern. Wie kommt er bei den Fans an? Gut. Ja, ich denke, ein paar hatten sicher Vorurteile, die man ihn geholt hat.
Es haben viel gehabt, aber ja, mich hat er überzogen und ich bin froh, dass er bei uns ist. Also es sind keine Lieder mehr in den Medien, in den sozialen Medien, sondern er spielt Fußball, 11 Spiele, 5 Goal, hat er schon geschossen. Genau da Michi Frey haben wir selbstverständlich auch mal Interview. Wir haben eine Serie, die heisst OnSpot, die läuft auf welovefootball.ch und einen kleinen Ausschnitt wollen wir euch zeigen. Michi Frey, OnSpot. OnSpot. Ja, meine erste Fußballerinnerung ist mit ja, mit dem Vater, mit dem Bruder, mit dem Grossvater hinter dem Haus. Da hatten wir einen kleinen Schulplatz. Das ist meine erste Erinnerung, die ich habe. Ja, gegen Thun, ich glaube noch um die Europa League Plätze gegangen. Stockholm Arena, bin in 10 Minuten vor Schluss reingekommen. Nein, noch eine riesen Chance auf dem Kopf. Aber ja, das ist eine sehr schöne Erinnerung, die mir immer bleiben wird. Ja, das gibt es schon. Also, da muss man sich reinleben, da muss man spüren, welche Aufgabe hat man in einer Mannschaft, welche kann man übernehmen. Und da gibt es sicher Hierarchien. Also du kannst nicht als 17-Jähriger aufkommen und 32-Jährigen sagen, geh Tütli holen. Meine Stärken sind sicher, dass in jedem Spiel immer torgefährlich bin, zu Chancen kommen. Eigentlich auch mehr gewinnen als verlieren. Und meine Schwächen. Ja, vielleicht manchmal könnte ich etwas ruhiger bleiben, mal ja, ein bisschen Situation spüren und nicht ja, mal ein bisschen hängen. Einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben. Das könnte ich vielleicht noch besser machen. Ja, lange hatte ich Muhammad Ali. Und jetzt mittlerweile, ja. Es gibt immer wieder Persönlichkeiten, die mir imponieren. Aber sicher Muhammad Ali am meisten. Geld gehört auch dazu. Wenn du kein Geld hast, kommst du auch nicht ins Leben. Es ist etwas, was du musst haben. Sonst landest du unter der Brücke. Also, sage ich nicht nein, wenn ich es bekomme. Ja, ich mache immer die Übungen vom Hempel. Das ist ein Ritual am Morgen. Switchen nennt sich das. Das ist sicher ein Ritual. Ja, mach so Bewegungen für beide Hirnhälften zu verbinden, für die Augen, dass die aufwachen. Ja, wie das. Kommt Zeit, kommt Rat. Also, das ist echt nicht, aber ich sage immer das, aber so ein richtiges Motto habe ich ehrlich nicht. Wie er lebt und lebt. Ich liebe den Michi Frey. Es ist ein absolutes Unikum. Und mir hat noch imponiert, als ich mal mit ihm geredet habe, was ist die grösste Erfolg? Er sagt nicht, dass ich mal nach Frankreich können kann. Oder dieses Weis. Er sagt, ein Aufgebot für die Nationalmannschaft. Das bin ich noch imponiert. Dass nicht andere, er hat ja auch andere Sachen, die er aufführen könnte. Cooler Sieg. Ist wirklich so, so ist er auch im Mächten als im Leben. Er ist wirklich so, genau. Vor allem er kann switchen von der rechten zu der linken Hirnhälfte. Viele Fußballer wissen nicht einmal, dass der rechte und der linke Hirnhälfte gibt. Vor allem die Stimmen, die die Augen wach machen am Morgen. Also, fragst du vielleicht mal für die Übungen vom Handbestärke? Vielleicht geht es bei dir. Ich muss noch ein bisschen mehr, dass er noch mehr Goal schießt. Noch ein bisschen mehr verbinden. Also, kurze Pause, dann sind wir wieder zurück mit dem Zürcher Derby. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Tuesday on SportalHD.com. Es klingt immer so brutal, die 6-mal am Boden, 6-mal am Boden. Es klingt schlimm, oder? Ihr redet nicht über Zahlen, wie stört es? Klingt mir viel schlimm. Nein, es waren wirklich zum Teil nur so Ausrutscher gewesen, aufgestellt, ja. Und wieder reingefahren. Kennst du das? Merken wir es, kennst du das? The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportalHD.com. Ihr Instinkt ist Freebie-Win bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5.000 Franken gewinnen. Freebie-Win. Mann, Papi, alle in meiner Klasse kommen viel mehr Sack. Oder 20. Thank you.
Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt Grossi auch? Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Wir haben den Soccer Lounge mit Thomas Renkli, mit Adrian Sutter und mit Marco Schönbecher vom FC Zürich. Wir reden über das Zürcher Derby vom Wochenende. Adrian, seit ein paar Jahren sind vergangen, seit wir über die Wie hast du noch so Draht? Ja, nicht. Hast du noch deine Insider? Hat viel Wechsel gegeben, ja, schon 2, 3. Erich Vogel? Nein, gehört nicht zu meinen Förderer und Lenker und Denker. Nein, aber es gibt so andere Leute. Nein, das hat nicht mit dem zu tun. Nein, man kommt den Platz über, wo man angehört und meine hat nicht dort angehört. Das ist. Fügung der Zeit, oder wie es kommt Zeit, kommt Rat. Würde Michi Frey sagen, genau. Was hat geändert, seit der Murat Yakin Trainer ist? Man hat das Gefühl, in ihn aus. Man hat ein bisschen das Gefühl, ja. Die Mannschaft ist vor allem, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel ruhiger geworden und auch ein bisschen abgeklärter. Und das war vor allem wichtig. Und was natürlich schon war, wenn du eine Mannschaft so zusammenwürfelst, so kurz vor Saisonstart, das haben auch andere, das siehst du in der ganzen Liga ein bisschen, dann hat das schon das langt einfach dann nicht. Oder? Das langt natürlich vor allem dann nicht, wenn du im ersten Spiel gegen einen FC Zürich spielst, wo sie verstärkt hat und eigentlich mit einer vollen Mannschaft kommt. Dann funktioniert das einfach nicht. Und was mich vor allem beim Derby ein bisschen gestört hat, war, oder? Du merkst, beim FC Zürich hat es noch 2, 3 drin, wie der Schönbi oder der Allenf, die fressen dort Gras im Derby. Und jetzt muss man mal einer sagen, in dieser Mannschaft von GC, wo überhaupt versteht, was denn so ein Derby überhaupt ist. Und das merkst du einfach. Oder mir vermisst so ein bisschen die Ritschi Cabanas-Typen. Kann man das den Spielern zum Vorwurf machen? Ich weiss nicht. Vielleicht muss man sie mehr darauf ein. Muss man sie. Das darf man jetzt in der Zeit vom FC ja nicht sagen, einbängeln. Aber eintrichtern, dass das vielleicht wirklich ein wichtiger Match ist. Und ich hatte dort nicht das Gefühl, dass man geht. Also man ist weder füreinander gegangen, noch für irgendjemand, noch für sein T-Shirt. Und das ist dann extrem schade, finde ich, darf in einem Derby nicht passieren. Aber eben, vielleicht haben auch der eine oder andere die Liga noch nicht kennt, das Derby noch nicht kennt. Ich hoffe, bis am nächsten Wochenende haben sie es ihnen beigebracht. Und dort ist der Murat Yakin wahrscheinlich der richtige Mann. Einpängelt. Allein, dass es der Murat Yakin ist, hat der GCC ja von diesem Effekt geredet. Vielleicht mögliche Investoren oder Sponsoren. Zu 100% aufgegangen, der Plan, Thomas. Ja gut, die Investoren und Sponsoren haben es, glaube ich, noch nicht. Aber die vom Club ist ganz anders. Ich habe kurz mit dem Matthias Walter geredet und er hat gesagt, das ist wirklich alles anders, weil der Yakin zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Es ist extrem Druck von der Mannschaft weggenommen worden. Und man sieht, sie haben jetzt, glaube ich, 6 Matches hintereinander nicht mehr verloren. Aber am Schluss des Tages muss ich auch sagen, die Spieler sind nach wie vor zusammengewürfelt. Die Spieler sind nicht besser. Und darum sehe ich den FC Zürich in dieser Saison eindeutig eine Klasse besser als GC. Also die Mannschaftssitzung könnt ihr euch schenken, laut Thomas, vor dem Match? Ja, wir werden es sehen, aber ja, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir das Spiel werden können. Aber nichtsdestotrotz muss man in den Match hineingehen, in der Vorbereitung, mit der Einstellung eben nicht. Ja, die sind ja nichts. Ist das manchmal schwierig? Nein, also du gehst in jedes Spiel rein und weisst eigentlich recht viel über den Gegner. Und es ist keine schlechte in dieser Liga. Also du siehst, jeder geht gegen jeden Mal. Also es ist, Ich will drücken, aber das stimmt, was er sagt. Ja, es ist ja so. Losang gegen Ibe. Ja. Du hast schon gemeint, dann sind Meister. Ja, nein, jetzt meinen sie es nicht mehr. Jetzt meinen sie gerade das Meister. Ich hätte jetzt gerade sagen, ein Derby hat seine eigenen Gesetze, Druck. Aber wenn die von GC nicht mal wissen, was ein Derby ist, dann fällt der DFL. Aber das ist natürlich, ich verstehe den Adrian natürlich schon, dass der Derby-Charakter, der Match, wo die Fans heiß drauf sind, dort musst du Gras fressen, dort musst du, wie ein Michi Frey einer ist, du musst dich einsetzen und dich zu Tod laufen, dann macht dir niemand vor, wenn du verlierst. Nein, warum machen das nicht alle Spieler? Also, ich meine jetzt nicht eure Mannschaft, aber auch.
Ja, also. Ja, gewisse wissen es halt wirklich nicht. Die haben vielleicht noch nie ein Derby gehabt. Und bei uns sind halt wirklich Spieler drin, die die Junioren da gemacht haben, die jetzt auch schon längere Zeit in der ersten Mannschaft sind, die halt wissen, um was es geht. Und ja, es hat auch schon Wochen gegeben, wo die Fans ins Training gekommen sind, um sicher mal am letzten und hinterletzten klar machen, was für ein Spiel das am Wochenende ist. Und da stehen vielleicht 100, 200 vermummte Fans vor dir und dann nicht so toll, weißt du, was geschlagen hat. Ja, dann musst du eben den Gras fressen. Aber seht ihr einen Fortschritt spielerisch unter dem Jacke? Er sagt gestern auf beide Seiten können kippen. Gegen Basel war nicht glorios. Aber siehst du eine Steigerung? Ja, absolut. Also vor allem auch in der Defensive. Ich habe das Gefühl, im Spiel gegen Führen ist viel mehr Kreativität drin. Haben wir viel weniger Gegengol über, glaube ich. Ja, auch zum Beispiel der Dumbia, wo ich nach den letzten drei Matches gefunden habe, Jesus, wo haben sie denn den hergeholt? Wo ich jetzt doch finde, Moll hat sich langsam gefunden, hat auch die eine oder andere wirklich Aktion, wo du findest, okay, der hat mal etwas ausprobiert. Und am Anfang habe ich so ein bisschen Angst vor dem Fußball gesehen. Und jetzt finde ich doch, sieht es schon viel, viel besser aus. Die Grafik, die man jetzt gesehen, 30 Spiele, das ist seit der Rückkehr aus Russland in die Schweiz. 30 Matches, du hast nur 4 Mal verloren. Das ist nicht so schlecht, Thomas. Das ist nicht ja, 2,16. Es erübrigt sich eigentlich jeder Kommentar. Aber ich habe das Gefühl, Schaff aus, hat er, glaub, fast nur gegen euch verloren. Ja, ich habe das Gefühl, für den Murat Yakin wäre es aber einfacher gewesen, um mit Schaffhausen aufzusteigen, als um mit GC jetzt in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Einfach rein von der Konstellation. Weil ja, er muss mit den Leuten arbeiten, die er da hat. Und die sind mehr oder weniger zufällig auf der Welt zusammengesammelt worden. Oder? Aber dann muss er mit denen einfach anständig in die Winterpause kommen, dass er etwas machen kann. Ja, und es darf keine Lampen geben intern vor allem. Also, das ist so das, was ich bei GC im Moment. In Führungsetage, Mensch? Nein, auch sonst. Das darf jetzt im Moment wirklich nicht passieren. Da bin ich sehr froh, dass der Murat Yakin so ein bisschen sich vor die Mannschaft stellt. Weil das wäre jetzt das Schlimmste, glaube ich, was passieren könnte. Man merkt, seit Ruhe drin ist. Gut, Ruhe kommt natürlich auch mit so gewissen Erfolg. Oder? Wenn du immer verlierst, ist es eher mal ein bisschen Läuter oder eher mal ein bisschen Tumult, eher mal ein bisschen Zirkus. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen Ruhe reingekommen. Und jetzt ist die Mannschaft so ein bisschen sich auch am Finden. Es sieht besser aus. Aber ich gebe Thomas leider Gottes recht. Ja, die Mannschaft ist immer noch für mich eine aus dem Ausverkauf. Und das ist halt extrem schwierig. Oder? Also, Transfer wie Utisch, wo kein Rolex dabei war. Ja, oder ich sage es so: im Ausverkauf ist etwa die mal eine Jacke zu klein. Und da habe ich halt schon das Gefühl, der eine oder andere hat man dann noch geholt. Ja, mit Gob Superpunkten kommst du keine Rolle geschrieben. Keine Rolle mit dem Cumulus so nicht und mit all diesen Punkten. Oder auch vom Nachwuchs. Halt, was gibt? Ist für mich eine Enttäuschung. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man nicht einen Außenverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie züchten kann. Das denke ich mich am einfachsten. Aber wenn der Super League tauglich ein Eigentum herbringt. Wir haben mit dem Goalie vom Grasshopper Club Zürich auch ein bisschen vorausgeschaut auf das Derby und haben ihn gefragt, auf was kommt es darauf an im Match gegen FC Zürich? Ja, hinten wieder kompakt stehen, versuchen die Räume eng zu machen, eigentlich so wie wir die letzten Wochen und Monate auftreten. Das einfach mitnehmen, vielleicht ja, dann das Selbstvertrauen gerade bei der Chancenauswertung dann noch ein bisschen mitnehmen und dann die Chancen reinmachen, weil ich glaube, FCZ hat sehr, sehr wenige Tore bekommen, also da wird es noch mehr wichtiger sein, diejenigen Chancen, die wir vorfinden, auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich und auf das müssen wir wirklich fokussiert sein. Stimmt natürlich, ist jetzt aber auch nicht etwas, was er noch nicht gewusst hat. Hättest du auch 2-3 Wochen nicht drauf. Während aber in solchen Situationen, was willst du? Klar, wir Journalisten sagen, erzähl uns mal etwas Neues. Aber was willst du erzählen? Es ist, also, ist nicht einfach. Es ist nicht immer einfach. Nein, aber wenn du das siehst, was du wirklich denkst, dann kommst du in die Kabine. Ja, du kannst halt nicht immer sagen, was du denkst, aber merkt man währenddem, Journalisten wünschen sich das eigentlich. Merkt man währenddem Floskeln vom Stapulat, dass man Floskeln vom Stapulat? Sicher. Welche hast du am besten drauf? Meine 5 Goals sind nicht wichtig, ich habe eine Mannschaft können. Ja, eben, das sagen die Stürmer, aber das musst du auch sagen. Ja, aber nein, du kannst doch mal sagen, wenn du 5 Räume oder einen Hattrick hast gemacht, hey. Das habe ich leider noch nie. 3 Räume, hast du noch nie? Nein. 2 schon, aber 3. Gut, 2, aber bei 2. Michi Frey kann doch sagen,
vom Zeitkontrakt zwei reingehauen, super für mich. Und die Mannschaft hat gewonnen. Ja. Nimmt er niemand? Ich würde schon sagen, ja. Also beim ersten Hattrick von deiner Karriere. Okay, dann sagst du das. Das ist gut, sag ich bin ein geiler Sieg. Schönby kommt hinten aufs Trikot. Schönby kommt hinten aufs Trikot. So, wir haben natürlich auch noch einen am Telefon. Zeto hat, machen wir noch schnell zuerst, bevor wir einen am Telefon haben. Was wir hier noch ein Stunds Goal-Verhältnis. GC ist da ein bisschen erfolgreich. Thomas, er spricht gegen das Meisterding vielleicht. Tor nach Halbzeit, 53% schießt der FC Zürich und GC ein bisschen später. Was gibt das jetzt für ein Match, Thomas Ränkli? Offenungsvisier nicht. Das müssen wir gar nicht erst erwarten. Gibt es ein FC Zürich wie gegen Thun? Von Anfang an dominant? Ich denke, das ist der Weg, oder? Und das ist der Fehler, den Zürich gemacht hat in Basel, oder? Dass man sich überrennen lassen hat von einem verunsicherten Gegner. Wenn man dort. Ja, das aber wenn sie hätten gewonnen, gewesen, würden wir jetzt hier sagen, das ist genau das. Aber das wäre der Moment gewesen, um Basel aus der Balance zu bringen, oder? Und Basel hat gewusst, was sie machen müssen. Und die sind aus der Kabine gekommen. Und Zürich war dort ein bisschen wie halt immer wie die Maus vor der Schlange gewesen. Ich denke, ja, sie werden so zur Sache gehen wie in Thun. Hoch pressen, dem Gegner keine Zeit lassen und dass man dann wirklich die guten Leute in der Offensive in Position bringt. Und dann traust du GC nicht viel zu, Adrian? Wenn Zürich so dominant spielt wie gestern? Es wird schwierig, aber es wird sowieso mal. Ich traue GC. Sie hat Chancen gegen Luzern, hat sie Chancen gehabt? Ja, nein, das geht nicht. Und ich, nicht ich, ich traue sie. Ich würde jetzt nicht so eingehen wie der Thomas und Joe irgendwo auf dem Balkon aufstehen. Ich mag mich fast schon nicht mehr daran erinnern, wie das ist, wenn man dort mal. Aber ja. So wie würde jetzt nicht gehen. Jetzt hat es, glaube ich, das Volkshaus gar noch nicht gegeben, wo geht das letzte Mal gemeldet worden ist. Im Bau gewesen. Nein, aber schlussendlich im Stadthaus gewesen. Okay, ja. Nein, das, mit dem Göpp. Was hat er auch gefeiert? Milatic übrigens, was hat er behauptet? Er hat im Renaissance gefeiert, auf dem Dach. Ganz, nein, das darf ich nicht sagen. Ein schönes Nein, sehr schönes Inszenelle 4 gewesen. Da haben sich die Leute wohlgefühlt in diesem 5-Sterne-Hotel. Selten. Das passt dazu, GC 5-Sterne-Hotel, oder? Ja, ich glaube, dieser Block ist glaub, auch etwas ab. Ich glaube, es verbrennt niemand mehr Noten auf dem. Nein, ich glaube, ja, vielleicht mit dem Erich Vogel kommt es ein bisschen Glamour zurück. Und so, aber nein, ich glaube nicht. Nein, ich, aber ich hätte mich jetzt eins. Ich würde jetzt auch hin mit dem Thomas ein Bier im Volkshaus. Ist mir auch ein bisschen näher als Renaissance. Außer dass ich auf dem Dach. So, wir haben die Gelegenheit nutzen und einen Telefon begrüßen, der selbstverständlich mittendrin wird sein beim Zürcher Derby. The Better Original. Nein, ich will nicht anstehen. Nein, immer muss ich anstehen. Muri. Oh. Ja, hallo zusammen, da ist der Hakan Yakin, Bruder von Murat Yakin. Ja gut, dort, ich meine, was soll ich sagen? Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit euch telefoniere. Ich meine das wirklich ernst. Ja, ich meine, wir haben schon wieder nicht verloren. Wir können auch sagen, wir haben GC ins Basler Siegergehen beigebracht. Das ist im Fall auch der Grund, warum Basel das Siegergehen nicht mehr hat, oder? Ich meine, da haben sie wahrscheinlich noch nie dran gedacht, oder? Dass es das könnte sein. Ja, ihr wisst ja nicht, wie wichtig der Assistenztrainer ist. Ich meine, du musst im Fall Zeug aufstellen, Hütchen, Döckchen und so weiter. Und du musst auch die Spieler zum Einlaufen schicken und mal ein bisschen Feuer machen. Aber das ist ja kein Problem, oder? Ich meine, ich rauche ja immer noch. Also, ich muss wieder gehen. Tschüss zusammen. The Better Original. Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt's gross, ja? Who am I? Wir sind zurück mit dem Thomas. Jetzt hätte ich fast den Namen gesehen. Mit Thomas Ränkli, dem Adrian Sutter und dem Schönbi. Der Schönbi, sie geben mir nicht, der Schönbi kann alles tragen. Der sieht immer so verdammt gut aus, noch mit dem Schild vor dem Ring. Ja, mit einer Schwester, die coiffeuse ist, kein Wunder. Ja. Ich werde schon lange die Schönbier-Frisur machen, aber der Mut einfach nicht. Nächstes Mal die Maschine mit, dann mache ich es dann. Nachdem er Hattrick gemacht hat, ne? Boah. Wir wollen spielen.
Who I am? Wer bin ich? 45 Sekunden Zeit hat jeder. Er darf in die Runde fragen. Einfach, wir geben ja oder nein Antworten. Mhm. Auch wenn es nein kommt, darf er selbstverständlich weiterfragen. Es geht um Protagonisten von der Super League. Ich frage die Regie, wer fährt da? The stage is yours. Ja, Achtung, ich, fertig, los. Bin ich gestern auf dem Platz gestanden? Gestern? Haben wir gestern Match gehabt? Schon, ja. Ja. Weil ich beim FCZ? Ja. Habe ich ein Goal geschossen? Nein. Nein. Bin ich Goalie? Ja. Dann bin ich der Wannins. Star. Das ist unverschämt. Ich lasse dich wieder mal ein. Ja. Stark. Achtung, fertig, los. Sprich bei GC. Bin ich nach 58 Minuten ausgewechselt worden. Und bin ich schon gleich nicht begrenzt? Ist das die Nachfolgefrage? Ja, ist das die Frage? Ja. Nein. Nicht? Vor allem schon so lange bin ich Verteidiger? Nein. Bin ich Trainer? Ah, nicht. Siehst du, wer das ist, Thomas? Bin ich Stürmer? Ich glaube es, ja. Ja, so. Ja. Sollst du eigentlich? Okay, ja. Das ist gut, wenn du nichts sagst. Das ist für uns alle gut. Schwierig. Sollte eigentlich. 2-1. Das kommt schwierig. Ein Hochgelobter bist du früher gewesen. Lukas Andersen. Oh, ja. Du wolltest auf Sigur Jansson losgehen, gell? Ja, natürlich. Das wäre eine schönere Geschichte gewesen. Ja, ja, das wäre eine schönere Geschichte gewesen. Ja, ja. Dann muss ich mit meinen Redaktoren reden. Schönbi, Achtung, also. Fertig, los. Bin ich der Michi Frey? Nein. <Nicht. lacht> Vielleicht im FCZ? Ja. Ja. Defensiv oder offensiv? Nein. Beides. Nein. Also er spielt nicht bei mir. Nein. Ah, nicht? Nein. Spielen nicht, nein. Trainer? Ja. Uli Forte? Stimmt, ja, wir müssen präzise sein. Ja. Man hätte jetzt gemein sein können. Das war auch noch besser als der Ränkli. Ja, was? Ja. Du bist FCZ, du bist GC, du bist FCZ. Das ist schwierig, glaub mir. Bin ich... Das ist schwierig. Bin ich der Murat Yakin? Nein. Bin ich der Michi Frey? Nein. Bin ich der Michi Frey? Nein. Nein. Bin ich bei Zürich? FCZ? Ja. Bin ich bei... Nein. Bin ich bei GC? Ja. Bin ich auf der Trainerbank? Nein. Bin ich nicht der Hakan Yakin? Nein. Bin ich ausgewechselt worden und habe diva-haft den Platz verlassen? Nein. Und dann hätte ich gesprochen. Habe ich mit jeder Phase darum gebettelt, dass man mich zum Club auswirft? Demnächst? Nein. Nicht. Bin ich chancentot? Juricic? Ja. Ehrlich? Ja. Nützt einfach nichts, so spät. Aber einer hat es nicht rausgefunden in der Runde. Ich würde mich recht schlecht fühlen. Ja, ich fühle mich schlecht. Ich kann noch nie gewonnen da. Ehrlich? Ich bin immer so schlecht. Gut, jetzt warst du schon Sprägi-Schule. Wegen dem Dialekt. Also, Sieger, Regie der Schönbi, oder? Haben wir es abziehen? Ich glaube, es sieht recht behämmert aus. Außer der Schönbi, wie gesagt, kann alles tragen. So, wir schauen den Spielplan an. Ich sage euch, es spielt Basel gegen Thun. Thomas? Basel kommt zurück. Zürich GC haben wir thematisiert. 3-1. Nachher nochmal ein 2-0. Sutter interveniert nicht. Oh, 2-0 für GC, ja. Ja. Luzern IB, der Babbel noch mehr im Seich. Fahrt sich IB? Glaubt ihr? Ich glaube schon, dass IB gönnt. Sio Lugano, letzter Match vom Tramezzani. Konstantin auf der Tribüne. Konstantin auf der Tribüne. Das Einzige, was interessiert. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Einer von beiden Trainern könnte fliegen, je nachdem, wer weiß. St. Gallen, Lausanne. St. Gallen, ja. St. Gallen. Ihr seid euch so einig, wir merken das. Wir danken vielmals für den Besuch im Studio.
Wir freuen uns schon auf einen Artikel. Der Aufsteiger ist Schweizer Meister. Hoppen vielleicht auf einem Hoteldach, auf einem 5-Sterne-Hotel. Thomas Renkli, Bovalak ist eine gute Adresse für Fußballer und Funktionäre. Ja, ja. Du weißt, Polizei, ja. Wie auch. Hat Adrian, merci dir vielmal für den Besuch. Wir hoffen, dass dein GC-Herz doch noch ein bisschen lachen kann in dieser Saison. Aber ich glaube, wenn er im Winter. Also, wir sind nicht Letzte. Noch nicht, ja. Bei uns stimmt alles. Der Präsident darf immer noch ins Stadion kommen. Die Mannschaft hat mehrere Runden nicht verloren. Ich weiß gar nicht, warum wir das so schlecht reden. Und am nächsten Montag müssen wir euch alle von mir entschuldigen. Sorry, dass wir so schlecht geredet haben. Und dann machen wir zum Dank ein Spiel, das du kannst gewinnen. Schön, bei Messi vielmal. Bist du da gewesen? Mau, mau. Gute Genesung. Danke. Rückrunde. Realistisch? Ich denke schon. Also nicht gerade am Anfang, aber im Laufe der Rückrunde. Dann freue ich mich ungeheim auf das Intro nach dem ersten Hattrick in deiner Karriere in der Rückrunde. Und der Schönfi sagt, eh wieder geil sehe ich. Dich auf deine neue Figur. Ja. Gut, also, abgemacht. Also, haben wir alles abgemacht? Ja, einmal ist abgemacht. Passiert. Schönen Abend, merci für das Interesse. Ciao. Haben wir es abgemacht? The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. We love football.